Da überstehe ich diesen kompletten Kampf, ohne zu sterben. Und wegen dieser Kack-Cutscene muss ich da nochmal drauf gehen. Vielen Dank. Nicht meine Tochter. Los, Omi. Zeig uns, was du drauf hast. Ja, okay, jetzt kriegen wir doch unser Duell. Mit Molly und Bellatrix. Und Molly sieht überhaupt nicht aus wie Molly. Lass meine Familie in Ruhe. Ihr Weasley seid Dreck. Also Bellatrix haben sie einigermaßen hingekriegt. Aber Molly, naja. Und ich benutze wieder Petrificus Totalus und guck mal, wie schnell ihre Gesundheit runtergeht. Und ich guck auch gerade, wie schnell meine Gesundheit runtergeht. Am besten, ich bleibe einfach in der Deckung. Da hinten ist sie. Na komm. Oder ist sie jetzt da vorne? Nö, da hinten. Zeig dich! Ja, ja, wenn du meinst, dann zeige ich mich. Du wirst den dem du aus Azkaban geflohen bist. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass er nicht vor mir landet. Du kannst dich nicht verstecken. Kann ich schon. Angst versteckst du dich. Von Fringo kann die Deckung zerstören. Ja. Wo ist sie denn? Ach, da. Ich bin mir noch nicht so sicher, wer von uns schneller am Ende ist. Ich muss mich eigentlich nur ein bisschen hier bewegen, warten, bis sie auftaucht. Hast du was verloren? Ja, das ist eigentlich ganz gut. So mit Protego und dann dazwischen immer draufzaubern. Protego. Da hinten ist sie. Du solltest besser die Füße hochheben. Ups, das war falsch. Ja. Achte auf ihre Apparierenspur, ja. Ich hab sie ja schon gleich. Ich bin hier oben, Molly. Sag mich doch. Ja, ich bin hier unten. Oh nein, jetzt, oh, jetzt hätte ich sie doch. Oh, kommt schon. Ernsthaft jetzt? Ah. Behalte die Beschussanzeige in der Bildschirmmitte. Ja. Das braucht kein Mensch. Ich krieg die auch so, keine Sorge. Super! Ja, ich muss schon ein bisschen mehr in der Deckung bleiben. Was machst du? Du hast keine Chance. Ui, die ist ja schon fast platt. Hat es da zwischendrin mal gespeichert gehabt, oder was? Ich brauche die nur noch einmal oder so. Wie klein du von hier oben aussiehst. Ey, komm, die ist so gut wie tot.
wirst nie wieder meine Kinder anfassen. Ja, natürlich hat Molly Bellatrix besiegt. Das war ja gar nicht das Thema. Mutterliebe, ja. Was kommt denn jetzt noch? Lupin ist tot, Fred Weasley ist tot, Tonks ist tot, Bellatrix ist tot. Ja, Voldemorts letzter Kampf. Halte Voldemort stand. Ich musste gerade kurz auf Pause machen, weil ich gerade kurz abgelenkt war. Ich werde wieder mal Voldemort mit Petrificus Totalus versuchen zu besiegen. Ich bin immer noch hier, Tom. Halte ihm stand, ich ja. Gebe zu, ich bin enttäuscht. Das heißt, noch andere werden dich hintergehen. Snape war nur der Erste. Dann werden auch sie erledigt. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich der beste Zauber dafür ist, aber ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann natürlich mal versuchen, Confringo zu zaubern. Ui. Oh, er heilt sich. Oh, die Lache war geil. Du kannst dich nicht länger verstecken. Ich versteck mich ja gar nicht. Ich warte ja gerade nur. Oh, der macht aber ordentlich Bums, ne? Das einzige Blöde ist, man muss ihn immer so ein bisschen aufladen. Wir sind weit gekommen, du und ich. Aber jetzt wirst du scheitern. Das wird sich ja zeigen. Ja, der ist schon ziemlich hinüber jetzt. Ich mache eigentlich fast nichts. Ja, ich verteidige mich mit Protego, bis Confringo aufgeladen ist und dann. Ich bewege mich noch nicht mal. Jetzt muss ich ihn doch gleich mal hallo? Wo ist er denn? Du hast meine Eltern ermordet. Und viele, viele andere, Harry. Okay. Da kann jetzt nicht mehr sehr viel kommen. Doch, da fällt mir gerade noch eins ein, aber. Warum lebst du? Weil ich etwas habe, für das es sich zu leben lohnt. Du hattest recht. Der Elderstab wird dir nie gehorchen. Er gehört mir. Ich habe Snape getötet. Der Stab war nie mit Snape verbunden. Lass uns dies beenden, wie es begonnen hat. Zusammen. Ich hab dir gesagt, er wird dir nichts nützen. Genau, da fehlt noch was. Damit hat Neville einen Horcrux zerstört.
Und jetzt endlich ist Voldemort wirklich besiegbar. Halte den Strahl auf Voldemort gerichtet, um ihn zu bezwingen. Okay. Ich weiß nur nicht wie. L, okay. Ah, okay. Ja, das wurde mir jetzt gerade nicht angezeigt und jetzt hängt mein Spiel. Nein. Mit L kann ich es lenken. Ja, jetzt mit R. Nee, L. Okay. Ja, es ist echt nicht so einfach. Ja. Oh. Oh, das ist echt nicht so leicht. Okay, je dichter es an Voldemort dran ist, desto leichter fällt es mir, stabil zu halten. Bei unserer Ankunft sah es hier irgendwie besser aus, oder? Warum hat er ihm nicht gedient? Der Elderstab. Als Voldemort Snape tötete, dachte er, sein Zauberstab gehöre jetzt ihm. Aber er gehörte Snape nie. Es war Draco, der Dumbledore entwaffnet hat. Also hat der Zauberstab ihm gehorcht. Bis ich Draco entwaffnet habe. Aber das bedeutet, dass er mir gehorcht. Was denkst du, sollen wir mit ihm machen? James ist schon eingestiegen. Lily, ich hab's dir doch erklärt. Nach Hogwarts darf man erst ab einem bestimmten Alter. Du wirst auch bald mit Rose in diesem Zug sitzen, Hugo. Jetzt mach aber mal halblang, Ron. Hoffentlich wird ihre Zeit in Hogwarts weniger ereignisreich als unsere. Das war Harry Potter und ich kriege immer noch Gänsehaut, nicht wegen dem Spiel, wirklich nicht, aber in diesem Moment erinnere ich mich immer dran, was ich für viele, viele, viele wundervolle Jahre gehabt habe, indem ich auf die Bücher gewartet habe und sie verschlungen habe und mit Bekannten und meiner Mutter und Freunden darüber diskutiert habe, wie geht's wohl weiter, was könnte die Erklärung sein, was könnte dieser oder jeder Hinweis bedeuten. Das war unglaublich und ich kann es nicht in Worte fassen, wie ich Joanne K. Rowling für diese vielen tollen Jahre danken würde, wenn ich es denn könnte. Und und deshalb, auch wenn ich jetzt die Bücher lese, wenn ich die Filme sehe, wenn ich das Hörbuch höre und sogar wenn ich jetzt das Spiel spiele, habe ich, wie gesagt, immer noch Gänsehaut am Ende. Ich möchte ganz kurz, bevor ich jetzt auf das Spiel nochmal eingehe, noch etwas erklären, nämlich was den Elderstab betrifft. Harry hat natürlich recht, der Elderstab hat ihm gehört. Aber das, was er damit getan hat, das ist nicht das, was im Buch steht. Und ich weiß, dass einige von euch die Bücher nicht kennen, sondern nur die Filme.
Und vielleicht ist auch das Spiel. Und tatsächlich ist es so, Harrys Zauberstab, der mit der Phönixfeder, der wurde zerbrochen beim Kampf gegen Nagini in Godric's Hollow. Und er hat aber die Bruchstücke behalten. Und der Elderstab ist der mächtigste Zauberstab. Und er kann Dinge bewirken, die andere Stäbe vielleicht nicht können. Und er ist stärker als jeder andere Stab. Und deshalb hat Harry den Elderstab dafür benutzt, seinen Zauberstab zu reparieren, was normalerweise nicht geht. Und danach hat er den Elderstab wieder in Dumbledores Grab gelegt. Und mit dem Wissen, dass aber nicht Dumbledore der letzte Herr des Stabes war, sondern er selbst. Und der Fluch des Elderstabs, beziehungsweise die Magie des Elderstabs, ist dann gebrochen, wenn Harry Potter stirbt. Und deshalb hat er ihn ja auch zu seiner letzten Ruhe gelegt in Dumbledores Grab, behält seinen eigenen Stab, also er hat quasi zwei Stäbe, die ihm gehorchen. Und ja, das war das Ende des Elderstabs. Was ist mit dem Stein passiert? Der Stein der Auferstehung, den hat Harry einfach im Wald verloren. In dem Wissen, dass man ihn dort niemals wiederfinden wird, weil es ist ein ganz, ganz kleiner Stein, so groß wie ein Kieselstein. Und der liegt irgendwo im verbotenen Wald und kann nie wiedergefunden werden. Und den Tarnumhang, den behält er. Denn tatsächlich ist Harry ein Nachfahre von Ignotus Peverell, einem der drei Brüder, die drei Heiligtümer des Todes. Ob die Geschichte sich so ereignet hat oder ob das nur drei extrem herausragende Zauberer waren, die diese drei Dinge erschaffen haben, den Stein, den Stab und den Umhang, das weiß kein Mensch. Aber der Tarnumhang, den Harry besitzt, das war ein Erbstück seines Vaters und das war tatsächlich ein Familienerbstück. Und es ist der Originalumhang, das Heiligtum des Todes und nicht zu vergleichen mit anderen Tarnumhängen, die nach einer Zeit ihre Magie verlieren, die man entzaubern kann, durch die man durchgucken kann, wenn man bestimmte Magien benutzt, die verblassen und ähnliches. Es ist ein perfekter Tarnumhang, der niemals seine Macht verliert und der niemals nachlässt. Und ja, das war Harry nie bewusst. Er dachte immer, ja, er hat halt einen seltenen Tarnumhang und die gibt's halt, weil Mad Eye Moody hatte auch einen, aber der hatte einfach einen gekauften aus Demisgeis Haaren und irgendwann wird er halt schwächer. Und irgendwann, als Harry mit dieser Geschichte der Heiligtümer konfrontiert wurde, ist ihm aufgefallen, nee, sein Zauberstab hat diese Schwächen nie gehabt. Sein Umhang, meine ich. Und also der Originalumhang, den hat er behalten, um ihn vielleicht irgendwann seinem jüngsten Sohn Albus weiterzugeben. Harry und Ginny bekommen drei Kinder. Der älteste ist James Sirius Potter. Dann kommt die, jetzt muss ich gerade selber überlegen, doch, drei Kinder hat er. Dann die Tochter, Lily Potter. Und, nein, das ist sogar die jüngste. Lily Potter ist die jüngste. Sein zweiter Sohn ist dann Albus Severus Potter. Und der in dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, zum ersten Mal nach Hogwarts fährt. Und Lily ist einfach noch zu jung dafür. Und, Ron und Hermine haben zwei Kinder, nämlich Rose, die auch noch zu jung für Hogwarts ist. Nein, Rose ist jetzt nach Hogwarts gefahren. Die ist, glaube ich, im Alter von James Sirius. Und dann haben sie noch einen kleinen Sohn, nämlich Hugo. Also ich glaube, ich habe es jetzt richtig zusammenbekommen. Ja, es gibt so vieles. Zum Beispiel hat Joanne K. Rowling gesagt im Nachhinein, ach, sie hätte vielleicht Hermine doch Harry heiraten lassen sollen. Die hätten vielleicht besser zusammengepasst. Es ist eins der wenigen Dinge, die sie bereut hat. Sie hatte zum Beispiel auch eventuell vor, Ron sterben zu lassen im letzten Band, hat es aber auch nicht über sich gebracht. Und ja, so gibt es ganz, ganz viele Anekdoten. Ich kann euch da hier sehr ans Herz legen. Harry Potter Wiki, das offizielle Harry Potter Wiki, das ist sehr, sehr gut recherchiert, hat viele von Infos und Hintergrundinformationen, die in den Büchern nicht auftauchen, die aber von Rowling bestätigt wurden, die auch offizielles Material sind, das es aber nicht in die Bücher oder in die Filme geschafft hat. Und da kann man Stunden, da kann man Tage verbringen und sich drüber
ja, informieren. Man kann von einem zum nächsten Link klicken und so tolle Sachen erfahren. Da ist alles drin enthalten über die Märchen von Beedle den Barden, über fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, über Quidditch im Wandel der Zeiten, alle Zusatzinterviews, Pottermore-Infos, die Joanne K. Rowling auf der offiziellen Pottermore-Seite rausgehauen hat. Also, da gibt's jede Menge Infos. So, jetzt aber zum Spiel. Es tut mir leid, es ist schlecht. Der vorherige Teil war schlecht, der hier ist noch schlechter, weil er noch kürzer ist und noch mehr Geballer ist. Allerdings verzichten sie auf diese überflüssigen Zusatzmissionen. Dafür dürfen wir mit verschiedenen Charakteren spielen. Das fand ich gut. Das war wirklich gut. Es war auch optisch zumindest teilweise gut gemacht. Die Charaktere teilweise relativ schlecht dargestellt. War auch im vorherigen Teil so, dass man... Manchmal sahen sie richtig gut aus und dann wieder richtig schlecht. Die Synchro, ja, wir hatten die Originalstimmen der drei Protagonisten und wir hatten die Originalstimme von Severus Snape und wir hatten die Originalstimme von Voldemort. Das war es dann auch. Und alle anderen leider nicht. Kann ich drüber hinwegsehen, aber macht das Ganze jetzt nicht besser. Und die Synchro war ansonsten auch wirklich gut. Also auch die Sprecher, die nicht im Original waren, die waren schon okay. Aber es natürlich fehlen wesentliche Bestandteile. Jetzt kann man sagen, ja, man kann doch nicht alles in so ein Spiel reinpacken. Nö, kann man nicht. Aber das Spiel hatte jetzt nicht mal 4 Stunden Spielzeit. Und hallo, da hätte noch einiges reingekonnt. Da hätten natürlich Cutscenes reingekonnt. Da hätten aber auch Gringotts hätte man viel ausgefeilter machen können. Man hätte zum Beispiel den Flug auf dem Drachen bei der Flucht, den hätte man einbauen können. Jetzt als Beispiel. Dann in Hogsmeade, okay, da hätte man sich auch einfach mit dem Tarnumhang mal wieder durchschleichen können. Wäre mal wieder was anderes gewesen und nicht nur den Weg freiballern. Ja, dann ist man im Hogwarts im Raum der Wünsche und dann kommt natürlich, da haben sie schon vieles gut gemacht, indem sie da diese Schlachten reingebracht haben, die verschiedenen Duelle. Trotzdem, da hätte einfach der 7. Band mehr hergegeben. Man hätte diese Sache im Bootshaus vielleicht noch ein bisschen ausfallen können und so weiter. Und deshalb, ja, jetzt habe ich länger geredet, als die Credits waren. Es ist ein blödes Ballerspiel. Es tut mir leid. Es ist einfach nur ein Ballerspiel. Wir haben nichts anderes gemacht. Wir sind rumgelaufen und haben geballert. Und im Gegensatz, was kommt denn jetzt? Im Gegensatz zu richtigen Ballerspielen kannst du noch nicht mal Munition einsammeln. Also, oh, das ist doch wohl ein kleiner Rückblick auf das erste Spiel. Das finde ich jetzt mal schön, dass sie hier nochmal diese ganzen Spiele vielleicht zeigen, die wir jetzt miteinander abgeschlossen haben. Da waren ja doch einige dabei. Teilweise zeigen sie es hier etwas schlecht dargestellt. Es sind auch nicht nur die Spiele aus dieser einen PlayStation-Reihe. Ich habe da, glaube ich, gerade noch was aus dem PlayStation 1-Spiel gesehen gehabt. Das hier sieht mir sehr nach Quidditch im Wandel der Zeiten aus, das ich auch habe, aber noch nicht gespielt habe. Also noch nicht Let's Played habe. Egal. Nochmal, ich muss das jetzt einfach nochmal kurz hier zur Sprache bringen. Warum macht man aus Heiligtümer des Todes ein reines Ballerspiel? In beiden Teilen. Warum tut man das? Es gab andere Möglichkeiten. Natürlich muss auch da das Ballern ein bisschen im Vordergrund stehen. Das ist mir schon klar. Es wird nun mal viel gekämpft. Aber im ersten Heiligtümer-Teil hat man zumindest noch versucht, mit dem Tarnumhang und so ein paar Sachen anders zu machen. Das ist jetzt hier komplett verloren gewesen. Aber auch da war es einfach nur von einem Kampfplatz zum nächsten hinter Barrieren setzen, decken, rumschießen, fertig. Die Gegner waren schlecht. Ja, nachdem ich Petrificus Totalus und Expulso für mich entdeckt hatte, war das Thema eigentlich schon vom Tisch. Es tut mir jetzt leid. Also ich kann da jetzt das einfach nicht gut finden. Und diese Kritik ist natürlich abgetrennt von Harry Potter als Thema an sich, das muss man einfach so sagen. Warum macht man aus einem so grandiosen Epos und einem so grandiosen zweiteiligen Film ein so schlechtes Finale als Videospiel? Nachdem doch eine ganze Reihe darauf aufgebaut war,
Gelände zu erkunden, bestimmte Dinge zu sammeln, ja, auch mal zu schleichen, Sachen zu erleben, viele verschiedene Sachen, verschiedene Gegner, verschiedene Zauber, verschiedene Objekte, Quidditch, Ritt auf dem Hippogreif und so weiter. Es gab so viele Sachen und dann weiß man doch, dass die Leute, die jetzt bis dahin gespielt haben, die da anscheinend Spaß dran hatten. Warum mache ich dann am Schluss ein Ballerspiel? Warum? Ich verstehe es nicht. Und es war auch nicht notwendig. Dass da, wie gesagt, Kampf- und Action-Szenen sind, absolut verständlich. Aber wir hatten auch vorher schon Duelle, auch wichtige Duelle. Ich sag nur Orden des Phönix am Ende zum Beispiel oder so. Es gab viele tolle Duelle. Das war jetzt einfach nicht notwendig, hier sowas hinzulegen. Und deshalb, es tut mir leid, schneidet das Spiel bei mir nicht gut ab. Und dann war es auch noch kurz. Also die waren beide auch noch kurz. Also das erste war ja noch 8 Stunden Spielzeit und das hier waren jetzt 4. Ey, es tut mir leid, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Beim Harry Potter Finale. Bei Harry Potter, die Heiligtümer des Todes, Teil 2, haut ihr ein 4 Stunden Spiel raus, in dem man nur rumballert? Echt jetzt? Nee. Ey, sorry. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Bei allem, was mir vielleicht ganz gut gefallen hat, aber das war mies. Und tatsächlich noch schlechter als der erste im direkten Vergleich. Auch wenn ich diese Charakterwechsel sehr mochte und dass wir da bestimmte Dinge wirklich aus dem Film mal gespielt haben und nicht nur von A nach B gerannt sind, sondern auch wirklich Dinge gespielt haben, die im Film vorkommen, wenn auch nicht in weiten Teilen, sondern nur ab und zu. Aber ja, das entschuldigt das halt nicht. Okay, Kritik Ende. Wenn ich irgendwas nicht erwähnt habe, was für euch erwähnenswert war, dann schreibt mir das bitte gerne drunter. Schreibt mir auch bitte gerne, was ihr von diesem Teil haltet, von dem vorherigen, wenn ihr es nicht schon getan habt, oder auch von den vorherigen. Welcher hat euch denn am besten gefallen? Welcher war der schwächste? Sowohl als Buch, als auch als Film, als auch eben vor allem, was mich jetzt auch interessiert, als Spiel. Mir persönlich hat der, ich glaube, der dritte Teil war es, Gefangener von Azkaban, hat mir sehr gut gefallen. Generell haben mir die 3 ersten sehr gut gefallen. Ich finde, dass es dann im weiteren Verlauf doch nachgelassen hat. Ich mochte allerdings auch den Halbblutprinzen sehr. Was ja eh mein Lieblingsteil ist, aber mit dem Zaubertränkebrauen und so. Doch, Halbblutprinz hat mir jetzt schon ziemlich gut gefallen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich fand den Feuerkelch echt schwach. Sorry dafür. Und ich fand diese beiden Teile richtig schwach. Da war ja der Feuerkelch noch ein Scheiß dagegen. Nee, kann man nicht so sagen. Also manches hat mir sogar hier besser gefallen, aber insgesamt Feuerkelch und Heiligtümer fallen einfach raus aus der Reihe. Ich mochte das Erkunden, dass man auch die Gelegenheit und die Zeit hat zu erkunden. Das wollte man hier gar nicht, weil es waren sowieso an jeder Ecke Gegner. Und ehrlich gesagt, die Sammelobjekte, die waren mal komplett, ja, lassen wir das, ne? Ja. Also wie gesagt, am besten fand ich den dritten in Klammern sowie 1 und 2 und den Halbblutprinzen. Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, konkret, dann würde ich sagen, Gefangener von Azkaban, Halbblutprinz und dann Kammer des Schreckens und dann Stein der Weisen, so ungefähr. Dann Orden des Phönix, dann der Feuer, ja, und dann wird es schwer. Also welches jetzt echt der schlechteste war, kann ich fast nicht sagen. Fällt mir schwer, ja. Ich fürchte fast, das war der hier. Ja, aber die nehmen sich nicht viel. Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr bei so vielen Harry Potter Teilen mit dabei wart, wenn ihr den wirklich alle geguckt habt. Und vielen Dank, dass ihr bei diesem mit dabei wart, wenn ihr nur diesen geguckt habt. Wenn ihr nur diesen kennt oder nur die Heiligtümer, ey, schaut euch die anderen an, die sind echt um Welten besser. Und auch wenn ich mich, ich glaube, wahrscheinlich habe ich mich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ich bin zwar ein paar Mal gestorben, aber dafür habe ich die Kämpfe einigermaßen hingekriegt. Witzigerweise bin ich bei den Kämpfen am seltensten gestorben, sondern meistens ja, bei diesen Hetzjagden oder so, die tatsächlich nicht schlecht waren, aber es war halt dann die einzige Abwechslung, die wir hatten. Die Drachen waren schön dargestellt, das nochmal so kurz. Okay, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart und ja, dann hoffe ich, dass ihr morgen beim nächsten Projekt auch mit am Start seid. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich bin mir eigentlich fast sicher,
dass das Jahr jetzt schon rum ist, wenn ihr das seht. Ich habe es jetzt noch nicht hochgerechnet. Wahrscheinlich ist schon Januar. Ich kann es jetzt also nicht sagen. Und lasst euch überraschen, was morgen auf diesem Kanal kommt. Lasst mir gerne eine Meinung dazu da. Und wenn ihr andere Harry Potter Spiele kennt, die ich mal let's playen soll, dann lasst es mich wissen. Es gibt also Spiele, natürlich die für die PlayStation 1, wobei ich sage, boah, die sind echt nicht ohne. Also da kenne ich auch nur das erste und das habe ich bis heute noch nicht durchgeschafft. Dann hätten wir dann auch Game Boy bzw. Game Boy Color und Game Boy Advanced Spiele. Ich glaube vorrangig Game Boy Advanced. Also die würde ich eventuell auch ganz gerne mal zeigen. Dann gäbe es noch Quidditch im Wandel der Zeiten. Und was es sonst noch so gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also schreibt es mir gerne mal rein, wenn da irgendwas ist, was euch gefällt. Und wenn ihr seht, dass da schon jemand kommentiert hat, spiel doch mal dieses oder jenes, könnt ihr auch darauf gerne antworten und dann auch dazu schreiben, oh ja, würde ich auch gerne sehen oder auch, ich finde es schlecht, ich habe das selber oder so. Schreibt mir das bitte gerne mit rein und dann werde ich mich da sehr gerne orientieren. Ich tue mir schwer mit dem Gedanken, dass das mein letztes Harry Potter Spiel war. Also irgendwas muss da schon nochmal kommen. Irgendwann wird es vielleicht auch mal nochmal ein Lego Replay geben von Harry Potter. Das weiß ich jetzt nicht, in besserer Tonqualität dann. Muss ich sehen. Und, aber das lässt doch richtig lange auf sich warten. Also da hofft man noch nicht so schnell drauf. Und ja, dann vielen Dank nochmal. Lasst mir eine Meinung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.